Servus Performance Flow Friends, ich hab's euch ja gesagt, wir sind diese Woche bei Performance 61 und Performance 61 steht einfach für Performance. Lamborghini, RS6, RS3, Black Series, egal was, wir haben jetzt alles aufgefahren für euch, weil ich habe euch versprochen, es gibt wieder ein Video mit Autos. Geben wir den Jungs mal ein Zeichen, die stehen schon da hinten, sind startbereit, weil wir haben euch ja versprochen, jetzt geht's mal wieder rund. Ich habe euch ja versprochen, wir machen jetzt wieder ein Video mit Autos und die Jungs warten einfach nur da hinten auf mein Zeichen und ich habe es euch versprochen, hier sind eure Autos. Ja, wie Ur schon sagt, krank, Versprechen eingehalten, Performance 61, mega geil, Gänsehaut pur. Das ist Motorsport, das ist das, warum wir das machen. Und es wird Zeit, dass die Saison wieder losgeht und Corona, fuck you. So, Performance Love Friends, jetzt sind wir hier im Prüfstand bei Performance 61. Die haben bisher den Boden hier drin. Wir haben ja auch den Härtetest gemacht, das heißt, wenn man das biegt, kann man mal gucken, das ist auch stabil, gar kein Thema. Aber die sind nicht so schön, wobei... So stabil sind sie auch nicht, die krachen auch hier. Haben auch bestimmt ihren Zweck erfüllt, aber jetzt kommt es zur Zeit, dass ein Performance Floor hier reinkommt. Ich bin so leicht, dass wir das zweit machen, oder? Das braucht er nicht, ne? Tag, Jochen! Grüß dich! Bist du bereit? Klar! Hast du gut gefespert heute Morgen? Hä? Hast du gut gefespert heute Morgen? Frühstück. Das ist die halbe Miete. Hä? Das ist die halbe Miete. Halbe Miete. Ich hab gewusst, ihr kommt, also gibt's Arbeit. Ja. Ja. Wie lange habt ihr den Boden jetzt schon hier drin? Locker 10 Jahre. 10 Jahre hat er gekommen. Ja. Das ist gut. Im Bild kommt mal ein guter Boden rein. Ja. Ach, zum Reinigen, denke ich mal, war das schon schwer. Durch das, dass es so kleine Rille sind. Katastrophe. Ja. Da ist Performance Flow, man sieht ja innen auch ein Ausstellungshalter aus dem Abkehrer und so gar kein Problem ist. Mhm. Das wird hier schon einfacher. Auch mit dem Staubsauger und alles. Auch vom Optischen her. Ja, ja gut. Ja. Das war jetzt schon mal lange. Ja. Guck mal an. Die einzige Hilfslinie sind die rau-schwarzen. Ne? Ja, deswegen, es wird Zeit, dass wir da was ändern. Ja, zum einen sind wir hier natürlich, um den Prüfstand zu machen. Das ist das eine, weil die wollen ja einen gescheiten Boden haben. Und zum anderen, wenn ich schon hier bin, habe ich gesagt, kann ich auch gleich was machen lassen am Victor. Es ist jetzt immer wieder passiert in den früheren Treffen letztes Jahr, dass Leute herkommen sind, so ein geiles Auto, aber der ist ein bisschen zu hoch. Deswegen wird jetzt auch hier der Victor ein bisschen tiefer gelegt, dass er natürlich auch besser auf der Straße ist. Und genau. Und das andere, das weiß man ja schon, was da noch dran gemacht worden ist. Das möchte ich jetzt aber nicht sagen. Das ist so eine Überraschungspackung dann. Genau, das heißt auch hier, Victor bekommt heute auch eine Spezialbehandlung vom Gregor und vom... Erstmal vom Daniel. Daniel, genau, vom Daniel. Heute erstmal kennengelernt, mit Namen habe ich sowieso nicht so, aber das macht ja nichts. Das heißt, der Daniel, der Gregor, die tun jetzt den Victor ein bisschen Spezialbehandlung. Also ist dein Auto jetzt ein riesen Ü-Ei. Ja. Ja, schön. Auch für mich, ich bin jetzt aufgeregt. Ja. Gut, seriös bleiben. Mhm. Gut, sind wir wieder? Ja, okay. Also, das heißt hier Vektor, genau. Vektor, die Vektordatei. Ja, der Victor kriegt natürlich dann jetzt auch hier seine Spezialbehandlung und das schauen wir uns nachher an, weil ich will es auch noch nicht sehen. Okay, und jetzt bin ich ruhig und jetzt gehen wir rüber. Ja. Bis dann, nachher, tschüss. Ja. Ja, hier sind wir zum Showroom von Performance 61, den kennt ihr aus unseren Instagram-Stories. Und jetzt gehen wir mal ins Chefbüro, weil da sitzen so ein paar Leute noch zusammen, die haben viel zu bereden und wir crashen jetzt einfach mal kurz die Besprechung, kommt mit. Ich habe jetzt einfach mal beschlossen, ich crash jetzt eure Besprechung, dass ihr auch mal kurz Hallo sagen könnt. Das sind auch Leute, die man kennt. Das klappt.
Wichtiges zu besprechen, stell ich. Nein, eigentlich haben wir gerade über dich. Eigentlich hast du das Thema gehabt, Johnny. Ja, erzähl, ich hab das kaum, ich hab das gehört. Ja, genau. Aber ich hoffe nur Gutes, oder? Nur Positives. Ja, ich will nichts anderes hoffen. Also, die Bohnen haben wir schon rausgerissen. Freut mich. Ja, fehlt uns jetzt gerade. Deswegen haben wir mal jetzt mal kurz Aufnahme. Und ja, und dann kommt der neue rein. Also, ich denke mal, anderthalb, zwei Stunden. Mich würde eher interessieren, wann essen wir? Ja, das meine ich, anderthalb, zwei Stunden. Ne, gut, wir wollten nur kurz crashen. Wir gehen mal. Gucken wir mal, was die machen, ob sie jetzt mittlerweile fertig sind mit Fegen da. Katastrophe. Wir haben übrigens einen neuen Kameramann mal wieder, der Jochen, der filmt gerade. Das heißt, wenn es verwackelt ist, wie in den letzten Videos, jeder lernt gerade bei uns. Nicht wundern. Ja, was haben wir hier? Wir haben auf jeden Fall hier den Black Series. Da kommt nachher auf jeden Fall noch ein kleiner Porn. Das heißt, wir filmen die nachher nochmal detailliert. Dann den Golf, den kennt ihr ja, unser Eventauto. Da stand ja auch schon öfters bei uns. Der David Schiewitz ist mitgefahren und. Dann haben wir nochmal so einen Golf. Und ich glaube, der kommt jetzt zu uns, glaube ich, wenn ich mir das stelle, bald. Dann kommt der zu uns. Dann haben wir R8, zwei Porsche, Lambo, GT3. Also ihr seht hier Autos ohne Ende und wir werden mit dem einen oder anderen nachher auch noch fahren. Das heißt, da kommt dann auch noch mal was, weil ich habe euch ja versprochen, es gibt wieder ein Video, endlich mit Autos. Und zu guter Letzt dürfen wir nicht vergessen, mein Baby. Ich habe mich so verliebt in dieses Auto. Er kommt, jetzt ist er da. Der R6. Leute, ich schwör's euch, dieses Auto, ich bin auch schon ein paar Autos gefahren, aber dieses Auto ist pervers. Die Polen wieder. Geh weg. Dieses Auto ist pervers. Und mit dem fahren wir nachher auch. Auf jeden Fall. Gut, wir schauen mal wieder kurz in die Garage rüber. Achtung und... Und jetzt sind wir da. So, wir haben jetzt soweit alles Besen rein. Der alte Boden ist rausgerissen. Ich muss aufpassen, dass es mich nicht hier hinhaut. Auf den Walzen. Das heißt, Boden ist rausgerissen. Es ist alles gefegt, alles sauber. Und jetzt geht es dann praktisch los mit dem Ausmitteln. Erste Reihen verlegen. Und jetzt nimmt die Sache langsam ihren Lauf, gell? Der Chefkoch empfiehlt was heute? Das, was auf dem Teller ist. Was haben wir da? Lammkeule? Wir haben Lammkotelett, wir haben Sujuk Köfte, Sujuk, Sosis, Peperoni, Paprika. Alles, was das Herz begehrt. Ah, da geht's uns halt gut. Da geht's uns halt richtig gut. Schaut euch das mal an. So, falls ihr jetzt Hunger kriegt, wenn ihr das schaut, seid ihr selber schuld. Hallo. Jochen, warum liebst du deinen Job? Weil er einfach geil ist. Warum liebst du deine Firma? Weil es eine geile Gruppe ist und immer wieder gern. Beste Firma. So einen Job kann man sich nicht zweimal aussuchen. Nee, sicherlich nicht. Weil wir alle krank sind. Krank! 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 Und wir stehen dazu. Ja. Manche vielleicht nicht, aber wir stehen dazu, dass wir einfach krank sind. Ja, Performance Love Friends, wenn aus einem Plan Realität wird, dann sieht das Ganze so aus. Und wir machen es nochmal.
Ja, Performance of Friends, wenn aus einem Plan Realität wird, das heißt, der Prüfstand von Performance 61 ist jetzt fertig. Die haben in der CI schwarz, rot, weiß. Der Kapold sagt, hey Jungs, ich würde das gern so haben in unsere Farbe. Haben wir erfüllt, gar kein Thema. Auch hier sieht man mal wieder, wie individuell ist der Boden. Und Prüfstand, würde ich sagen, kann sich richtig sehen lassen, ist was Besonderes, hat nicht jeder. Das heißt, selbst wenn ein Kunde dann hierher kommt, sagt er, geil, sieht sauber aus, macht optisch was her, so muss das sein. Wenn wir mal genauer hingucken, haben wir auch hier wieder unsere Aussparungen, auch wieder unsere Dehnfuge, weil wir haben hier komplett Sonnenseite. Dann haben wir da hinten auch zum Prüfstand hin, weil der sich ja bewegt. Auch da haben wir wieder Platz gelassen, das Expansionsteil auch zugeschnitten, dass eben der mittlere Teil komplett fahren kann. Hallo, da sind, gut, da sind wir wieder. Das heißt, auch da kann dann der mittlere Teil vom Prüfstand fahren und damit haben wir dann keine Probleme. Ich würde sagen, Performance 61, wie Xibit sagen würde, you are awfully be pimped. Gut. Ich würde noch gern den Chef von Performance 61 genau. Gratulieren. Genau, dass die Leute das auch mal sehen. Apo, jetzt komm mal her, komm. Komm. Er ist sehr kamerascheu. Wieso soll er kommen? Wir gehen zu ihm. Ja, stimmt. So. Also dann wisst ihr auch mal, wer das Gesicht hier ist. Ja. Das ist ja der Jochen, den kennt ihr bisher, aber das ist der Mann, dem das ganze Ding gehört, der diese mega geile Autos macht, der wirklich Ahnung davon hat. Und Beispiel L6, ihr habt es ja auch gesehen im Instagram, den habe ich ja eine Woche haben dürfen. Und war eine richtig schöne Woche. Und das ist praktisch der Chef von Performance 61. Das heißt Software, Vollierer, komplett Umbaute. Habe ich was vergessen? Alles. Komplett Motor, Motoren verstärken, Leistung, wenn man es richtig macht. Wenn man es richtig macht. Langjährige Erfahrung, ja. Eben, und auch langlebig. Der R6 hat jetzt über 100.000 Kilometer mit 960 PS. Also das Ding läuft und rennt. Und deswegen, da ist die Adresse, wenn ihr da was habt und braucht in der Nähe vom Allgäu. Obwohl, ihr kriegt mittlerweile von ganz Deutschland, gell? Europaweit, ja. Europaweit sogar. Sehen wir. Gut, jetzt holen wir den R6 mal noch rein. Dann gibt es noch ein paar schöne Bilder. Wir verabschieden uns. Bis nächste Woche mit einem Blick zum perfekten Auftritt.